Ja, servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Mein Name ist Stefan Bode und heute geht es wieder um Gold. Wir machen nochmal eine sehr kurze Analyse zu Gold, also nichts Ausführliches. Dazu gucken wir uns dann B2 Gold an, Desert Gold und Polymetals. Das waren die Rückfragen vom letzten Video. Und bevor ich das ausführlich beschreibe bei Telegram oder ähnliches, komm, mach mal ein Video und schauen uns das mal genauer an. Also wir springen jetzt einmal rüber zum Goldpreis. Dort habe ich euch eine Aufwärtsbewegung, eine Abwärtsbewegung eingestellt und die gehe ich dann bei den einzelnen Aktien ein. Ja, das ist ein Faktor. Und das seht ihr hier. Also, wie gehabt, wer es ausführlicher haben will, schaut bitte das letzte Video an. Ich verlinke euch das gerne. Poppt jetzt auf. Und ihr habt gesehen, wie wichtig hier dieser Jahrespivot gewesen ist. Ich habe gesagt, wenn wir hier einen Kursschluss drüber haben auf Wochenbasis, dann wird automatisch dieser Zielbereich aktiviert bei 2160, 2165 in der Gegend. Und im Anschluss kommt hier dieser Ausbruch. Dann ist eine übergeordnete Tasse-Henkel-Formation fertiggestellt und aktiviert ein Kursziel nicht nur von 2400, sondern hier von 3040 US-Dollar. Und jetzt wird es wichtig in dieser und in nächster Woche, dass hier dieser Reaktionsbereich, ja, hier hat sich der Goldpreis bei 1900 US-Dollar gerne aufgehalten, dass wir hier nachhaltig auch schließen. Also Wochenschlusskurs, am besten sogar noch einen Monatsschlusskurs über dieser Zone, weil ihr seht, hier gab es immer mal wieder einen Tagesschlusskurs genau dran oder hier auch wieder einen Schlusskurs, aber diesmal halt im Abverkauf. Und hier ist auch wieder angelaufen und wir konnten diese Zonen nicht überwinden. Also auf Tagesbasis ja, aber wurde wieder abverkauft. Aber ihr seht hier, parallel verschobener Trendkanal. Wir brechen hier aus oder sind ausgebrochen und es wäre vielleicht gut, hier drüber die 1900 zu machen. Vielleicht kommt dann noch mal ein kurzer Rücksetzer, ja, auf diese Trendlinie. Ja, genau hier rein, so im Juni, also ungefähr einem Monat noch hin. Vielleicht mit so einer, mit einer starken Abverkaufskerze, also ähnlich wie hier, bam, aber wird sofort wieder aufgekauft. Ja, das wäre idealtypisch für die nächsten Wochen. Aber was uns jetzt begleiten wird, damit ihr seht, was Goldaktien und auch Gold Explorer für einen Bums haben, beziehungsweise beidseitig, ja, ein Hebeleffekt gilt ja immer auf beide Seiten. Hier seht ihr die Aufwärtsbewegung vom März 2020 bis ja, in die erste Augustwoche 2020, 42, also knapp 43% aufwärts. Und der Goldpreis ist dann hier um 19,19% wieder abgestürzt. Das war jetzt die Konsolidierung vom August bis Anfang März. Und sowas, wie ihr seht, kann ein bisschen dauern. Aktien, Goldaktien und Gold Explorer reagieren entsprechend etwas deutlicher. Gucken wir uns gleich an. Ich möchte einmal mit euch rüberspringen. Lass uns mit B2 Gold anfangen. Weil das war die Nachfrage. Passt auch schon zu zwei anderen hier auf dem Kanal vorgestellten Aktien und eine gehen wir halt da genauer ein. Also hier haben wir B2 Gold. Hier ist mal aufgestellt, Dreiecke produziert, zwei gerade in Entwicklung, also geht bald in Produktion und hier wird noch gebohrt. Ja, wir haben hier Mali, Fekola 1, die produziert bereits. Otjikoto, erzähle ich euch gleich noch mal was dazu. Und Masbate, die sind hier schon in Produktion und dann haben wir hier welche noch in der Exploration und Kiaka in Burkina Faso ist gerade in der Entwicklungsphase und auch Columbia. Also da wird gebaut, die gehen demnächst an den Start. Das heißt demnächst. Aber ihr schaut es euch mal her. Wie lange sowas dauert, seht ihr am besten. Namibia Otjikoto wurde 2011 gekauft und Fekola-Mine in 2014. Jetzt schaut ihr hier, in 2015 gab es jetzt bei Otjikoto
das erste Mal was, ja. Also das heißt, die haben 4 Jahre gebraucht, um vom Kauf zur Produktion zu kommen. Und hier Ficola 2014 und ihr seht, es fängt erst 2017 an, also auch gut 3 Jahre. Was wichtig ist, Ochikoto, wer sich erinnert, letzte Video hatte ich euch vorgestellt, Osino Resources, und zwar der Haie Dawn, der hatte hier mitgewirkt in der Phase, bevor B2Gold gekauft hat, das zu explorieren. Jetzt macht er wieder in Namibia was. Das ist Osino Resources. Wer das letzte Mal gekauft hat, vor 4 oder 5 Tagen, wo ich das letzte Video gemacht hatte, die ist jetzt auch schon vorne. Und der macht genau dasselbe jetzt wieder. Aber warum ich das so spannend finde für Desert Gold, ist ja eigentlich die Fekola-Mine in Mali. So, dann gehen wir hier mal ein bisschen runter. Hier seht ihr die AISC, also die Durchschnittskosten, um eine Unze rauszuholen. Ja, also relativ günstig. Und hier seht ihr auch einmal die Zusammenfassung auf der Seite 7, wer was wozu beiträgt, ja, von den ganzen Erträgen bei B2Gold, und das ist hauptsächlich hier in Mali die Fekola-Mine. Okay, was fand ich noch spannend ist, eigentlich hier, schaut es euch an, man hat Cash zum 31. März von 513 Millionen und man hat noch Darlehen laufen von 600 Millionen. Das heißt, man wird hier in Q2, spätestens Q3, ist man de facto schuldenfrei. Ja. Klar, damit wird gearbeitet mit dem Geld. Vielleicht übernimmt man jemanden und das ist dann wieder interessant für die Explorer. Ne? Also das Geld, was jetzt die nächsten 1, 2 Jahre verdient wird, landet dann bei den Explorern. Deswegen finde ich die schon entsprechend spannend. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben die Seite 17. Damit wir gleich Desert Gold ein bisschen besser einschätzen können. Hier seht ihr, wie sich dieses ganze Projekt entwickelt hat. Wo sind entsprechend die Goldzonen? Dann hier grün erste und dann wurde es immer erweitert. Ja, und hier wird entsprechend auch abgebaut. Ne? Und sukzessive arbeitet sich das Unternehmen vor. Ja, das ist schon ausgehoben, ja, abgebaggert bzw. abgefahren. Und hier arbeitet man sich sukzessive vor. Da haben die noch ein paar Tage was mit zu tun. So, wo sehe ich die B2Gold? So, wo haben wir sie? Hier ist B2Gold. Ihr erinnert euch, Gold wurde hier ist auf angestiegen um 43%, währenddessen eine B2Gold 220% gemacht hat. Das ist ein Faktor 5 in der Aufwärtsbewegung, ja, ein Hebel auf 5. In der Abwärtsbewegung, wo Gold 19,19% verloren hat, hat hier B2Gold 47,45% verloren. Das war ein Hebel, Abwärtshebel von 2,5. Ja, also aufwärts Faktor 5, wenn Gold hochgeht, abwärts Faktor 2,5. Was ihr seht an beiden Stellen ist, hier eine sehr schöne, wunderbare Kerze, Trendumkehrkerze. Und dasselbe seht ihr aber auch hier am Tiefpunkt in der März, ja, wurde auch wieder langer, hier entsprechend langer Docht und hier lange Lunte, kleiner Kerzenkörper ist gerne ein Trendumkehrsignal. Schaut es euch an im Candlestick-Kurs, kann ich nur empfehlen. Wo sehe ich da Gold hier anspringt? Muss, wenn jetzt der Goldpreis also um 10% steigt, würde hier, wenn diese Bewegung wieder als Grundlage genommen wird, würde letztendlich hier B2Gold um 50% steigen. Wo sehe ich, da ich ja Gold deutlich anspringen sehe in den nächsten Monaten und auch Jahren, wäre erster Zielbereich bei 13 kanadischen Dollar. Das heißt, ist auch wurscht, wie wir uns umrechnen wollen, durch 1,5, je nach Währungsschwankungen in Euro Verdopplung. Ja. Seht ihr selber, ist vom aktuellen Stand eine Verdopplung. Und was wir nicht vergessen dürfen, es gibt hier eine Dividende. Das sind ungefähr 3%. Später im weiteren Verlauf, dafür muss aber Gold abliefern, habe ich hier noch Zielmarken.
die noch ein bisschen höher sind. Ja, ich habe hier hinten noch 36 kanadische Dollar. Das wäre dann vom aktuellen Stand entsprechende Versechsfachung. Und ich habe auch noch ein höheres Ziel. Das gucken wir uns aber erst dann an, wenn wir hier das erste Ziel abgearbeitet haben. So, dann gehen wir rüber zu Desert Gold. Desert Gold fangen wir an. Ebenfalls in Westafrika, in der Senegal-Mali-Schierzone an. Das schauen wir uns gleich an. Ja, wo die genau ist. Wichtig ist bei Explorern, ja, das ist ja hier Desert Gold, ist ein Explorer, das heißt, der sucht noch nach Gold, hat auch schon Gold gefunden, ja, und will hier auch auf 600.000 Unzen kommen. Und hat letztes Jahr Geld aufgenommen. Habe ich mir im Chart reingeschrieben, 20.000 Meter werden dieses Jahr abgearbeitet, um weiter Gold zu finden. Ja, was man hier in den einzelnen Zonen schon gefunden hat. Spannend ist eigentlich, dass hier schon ja, Institutionelle und so weiter mit an Bord sind. Hier ist ein alter Hauting, Rohstoffbereich, ja, der Ross Beaty. Hier ist eine Goldmine, die auch schon mit dran beteiligt ist. Also es sind schon bei Institutionellen an Bord. Und hier ist immer wichtig, was ist denn eigentlich der Durchschnittskurs für Warrants? Das heißt, es gibt einen Verwässerungseffekt. Man hat bei den früheren Kapitalrunden Geld ausgegeben und dann gab es immer meistens eine Option, entweder eine ganze Kaufoption oder halt eine halbe Kaufoption hinzu. Und der liegt durchschnittlich bei 26 kanadischen Dollar, gucken wir uns an, ist vom aktuellen Kurs recht weit weg. Von daher sind wir da gut abgesichert. Hier seht ihr, ja, wer nicht mehr wusste, wo Mali entsprechend ist in Westafrika. Aber hier ist viel spannender, wo Desert Gold aktiv ist. Und zwar in der Senegal-Mali-Shear-Zone. Ja, SMSZ. Damit ihr das mal erfassen könnt, ist hier letztendlich diese Scherungszone, ja, wo Gold gefunden. Und hier ist B2Gold, ja, Fekola Mine hat man eben extrem produktiv und bringt das meiste Geld und Gold oder bisschen Gold und Geld zu B2Gold. Aber ihr seht auch, ja, eine Barrick Gold ist hier mit der Gounkoto Mine. Und auch die Loulo-Mine von Barrick Gold ist hier. Ja, die sind alle hier in dieser Zone. Und hier mittendrin, da ist Desert Gold aktiv und hat hier drüben aber auch noch ein Projekt. Also ich habe mir das so gemerkt, ist wie so eine Art Hase. Ja, und hinten hat er einen Goldsack dran, wie auch immer ihr das sehen wollt. Wenn man es ein bisschen nach links drehen, könnte es auch ein Gewehr sein, ja, oder ein Kalaschnikow. Auf jeden Fall, hier gibt es auch noch mal eine Zone. Und ihr seht hier auch, da sind auch noch ein paar. Ja, da ist Endeavour und auch Teranga zusammen. Die haben hier drei Minen, die sich zusammen bewirtschaften. Das heißt, genau in dieser Zone ist Desert Gold drinne. Und hier seht ihr, die haben schon Gold gefunden. Hier haben sie auch höhergradiges Gold gefunden. Hier seht ihr auch nochmal diesen Hasen mit dem Goldsack. Ja, und hier sind sie halt dieses Jahr dran. Weitere Goldproben zu nehmen und halt 20.000 Meter mit der Schneckenbohrung in den Boden reinzubringen, um halt das ganze Explorationsgebiet genauer zu kartografieren. Okay, gut, das ist Desert Gold. Gehen wir rüber. Desert Gold gucken wir jetzt auch uns am Chart an. Da haben wir es. Ihr erinnert euch. Goldpreis ging hier in dieser Phase von März bis August hoch um 43%. Desert Gold stieg um 600%, ist ein Faktor von 14. Abwärts ging es hier um 65, knapp 66%. Gold ging nur 19,19 runter, ist ein Faktor von 3,4. Ja, also nach unten schon deutlich stärker als eine B2 Gold. Die hat ja nur 2,5. Aber eine Aufwärtsbewegung noch mal deutlich stärker, nicht nur Faktor 5, sondern Faktor 14. Ja, dafür müssen Sie auch noch ein bisschen was nachweisen. Was ich vorhin gesagt hatte, ist, im Durchschnitt gibt es hier Verwässerung bei
26 Cent. Ja, und wir sind jetzt aber gerade erst bei 16,5 kanadischen. Das heißt, wir haben eigentlich hier vom aktuellen Stand, wenn wir uns auf bis auf 26 hocharbeiten würden, wo die Durchschnittsoptionen sind, haben wir zumindest schon mal eine Sicherheitsmarge von über 57%. Ja, das finde ich eigentlich spannend. 57% Marge. Und zur letzten Finanzierung, die ja bei 28 gelaufen ist, haben wir eine Marge von 69%. Ne, also das sind die, die hier nah am Hoch gekauft haben. Und dieses 20.000 Meter Drilling, also Bohrprogramm, finanziert haben, finde ich persönlich gut, hier mit einem Abschlag einzusteigen. Ja, und was letztendlich der Markt erwartet ist, dass jetzt irgendwann mal von den Ergebnissen, also dass irgendwann mal Ergebnisse von diesen 20.000 Metern, die da gebohrt werden, kommen. Die werden kommen in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, und der Goldpreis ist angesprungen. Der Markt wartet jetzt eigentlich nur darauf, dass da auch mal ein, zwei positive Ergebnisse drunter sind. Ja, und dann geht das ratzfatz nach oben. Ich kann mir vorstellen, wenn Gold weiter einzieht, dass dann hier eine Desert Gold hochgeht auf über 60 Cent. Ja, aber wie gesagt, hier muss erstmal ein Anspringen über diese 19,5 Cent bekommen, damit hier der nächste Anlaufbereich bei 34 Cent und wenn wir die auch noch knacken, hier von 49,5 kanadischen Dollar Cent freigeschalten wird. Okay, und dann Polymetal. Polymetal ist der zweitgrößte russische Goldproduzent und für die, die ein bisschen ESG lastig sind, das ist der größte Goldproduzent der Welt mit dem besten ESG-Konformität, ja, also wo Sustainability, also wo man halt auf die Natur achtet, weniger Raubbau macht, weil schon Goldindustrie oder Silberindustrie ist ja schon durch den ganzen Leaching, also das Rausholen vom Gold aus der Erde, ist ja schon mit viel Chemikalien verbunden. Jedenfalls, das ist mit Polymetal der Beste, der die ESG-Richtlinien einhält, ja, im Vergleich zum Rest. Also sind hier relativ breit aufgestellt. Na, ihr seht es, wo sie alles aktiv sind. Und in Kasachstan haben sie auch noch was, nicht? Aber der Rest ist halt hier Russland im europäischen Teil wie auch im asiatischen Teil. So, dann habe ich mir hier die Seite 19 aufgeschrieben. Hier seht ihr einmal die Durchschnittskosten, die werden aber, das war für 2020, dieses Jahr werden sie höher liegen, ja, weil sie halt noch ein paar Minen in Betrieb nehmen. Dann hast du natürlich Ausgaben und das zählt dann halt aber trotzdem mit rein in die Kosten. Also sind sie roundabout bei 950, wo sie landen werden. Und ihr seht aber auch, es war schon recht konstant. Hier hat man eine Phase gehabt, wo man viel investiert hat. Dann kommt eine Erntephase. Jetzt wird wieder eine Phase kommen, wo man ein bisschen entsprechend investiert. Hier seht ihr einmal der Dieselanteil, ja, an den ganzen Kosten macht ungefähr 17% aus. Ja, also wenn jetzt der Erdölpreis, weil irgendwer hat das mal nachgefragt, das hätte auch Auswirkungen. Ja, sicherlich hat das Auswirkungen, aber ich sage mal, wenn der Erdölpreis oder beziehungsweise Dieselpreis, in Deutschland ist es ja auch gerade eine Steuerquote. Ja, der Dieselpreis steigt vielleicht gar nicht so stark international, aber durch die Steuer und durch die diversen Doppel- und Dreifachbesteuerungen, die ja bei Diesel und Benzin draufkommen, ist in Deutschland natürlich der Dieselpreis deutlich höher als in anderen Ländern. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen und das potenziert sich auch. Okay, dann habe ich mir noch die Seite 41 aufgeschrieben. Hier seht ihr die Produktionsphase. Ja, da seht ihr auch, hier wird halt investiert, dass die zur Produktion kommen. Hier eine Nestor und eine Feluga. Und deswegen sind auch die AISC-Kosten ein bisschen erhöht. Aber ihr seht auch, also das heißt, hier geht es ein bisschen runter. In diesem Jahr wird ein bisschen weniger produziert, wird aber dann ausgeglichen in den nächsten Jahren.
Ja, okay, gut. Dann schauen wir uns die Polymetal auch noch mal am Chart an. Wir nehmen mal den deutschen Chart hier, weil der Rubel verfälscht ja doch ein wenig. Hier seht ihr Aufwärtsbewegung 115%, wo Gold halt, das heißt Gold nur, die 43% gemacht hat, ist ein Faktor von 2,7. Und hier in der Abwärtsbewegung war es ein Faktor zum Goldpreis von 1,61. Also ihr seht schon, ja, Polymetal hat ein bisschen mehr Dividende als eine B2Gold mit 5% ungefähr. B2Gold hat nur 3% Dividende. Also bei Polymetal ist sicherlich der Abschlag schon dabei für Russland. Aber ein Gold-Explorer, wenn hier noch ein, zwei Treffer gemacht werden und ihr seht ja, dass da relativ viele Goldproduzenten schon aktiv sind in dem Gebiet, hat natürlich, wer ein bisschen Bums im Depot braucht, packt da vielleicht ein halbes Prozent seines Depots, kann er vielleicht in Desert Gold reinpacken, Maximum 1%, ja, aber wenn man was Besseres haben will mit Dividende und wer es konservativer mag, der greift ja wahrscheinlich eher zu einer Polymetal. Und wer Russland nicht mag, obwohl das von ESG-Richtlinien einer Top-Produzent ist, ist B2Gold sicherlich auch nicht verkehrt, denn wir wissen ja, wenn die Flut kommt, werden alle Boote hochgehoben. Ja, und es ist ja eigentlich nur eine Spielerei an der Börse, dass man halt auch vielleicht mal einen Verdoppler, einen Verdreifacher oder halt hier wie bei der Desert Gold, wo es dann auch schnell mal eine Verfünffachung oder wie beim letzten Mal eine Vervierzehnfachung, nee, 600% waren das, Entschuldigung, der Vergleich zu dem Goldanstieg war Faktor 14. So, genau. Na, also wenn man den Goldpreis ein bisschen hebeln will mit dem natürlichen Hebel, ohne Zertifikate zu nutzen, sondern dann hat man hier entsprechend die Auswahl. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, Daumen hoch, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Wer Fragen, Anmerkungen hat, haut das natürlich in die Tasten unten drunter in die Kommentare rein. So, dann melde ich mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.